dieser. Ja, weil er hinter mir her Dann ist und rennt er wieder dann. weg. Genau, haut er wieder ab, weil er Angst hat irgendwie, keine Ahnung. Der Zombie kommt und ausrastet. So. Ich brauche schon ein bisschen länger, um die Kommentare zu lesen. Ich merke das so langsam. Es ist schon ein bisschen, es fängt schon ein bisschen an, anstrengend zu werden. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Jetzt nicht weltbewegend. Wer ist denn da noch im TS? Konsumer ist da. Klangkasper ist da. Ich weiß gar nicht, wer ist denn sonst noch da? Ist sonst noch jemand da? Das war's. Okay, die beiden. Also Konsumer und Klangkasper. Hallo? Hallo? Hallo! Die Socke ist auch da. Wo Ach ist so, die Socke? ich hatte Party ja freigeschaltet. Stimmt ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja euch mit unterhalten im Stream. I want my money. La 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 la. I want my money. I want my money. I want my money. You slippery little whore. Ich brauche gleich definitiv eine größere Pause. Das steht mal fest. Spielst du auch das neue Alien-DLC? Heute? Weiß ich noch nicht, ob ich das heute spiele. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Versemmel den Sprung nicht. Nee. Ja. Mach offen, mach offen. Oh. Hey. Run free. Puh. Absolutely. Martini lunch. One pound. Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Nein, nein, du zwingst mich nicht. Nee, 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 nee. Ist ja nur eine Frage, wie gesagt. Ich muss mal schauen. Je nachdem, wie weit wir da kommen, jetzt hier auch alles und wie es weitergeht. Ne? Was tust du eben, Tschüssi? Was? Run free! Go! Go ahead, I'll wait here. Go on! Go on! Run free! I'm in no hurry. No? No? Was? Was Alright. ist around? Grindstone, I like that. Okay, then, right this way. Diese Stimme von dem, ne? Schwieriger. Ja. Kann ich nicht hier aussteigen? Da bin ich schon viel schneller. Obwohl die Räume sehen alle gleich aus. Das Ass. Sag mal, Käsecracker. Käsekracker! Käsekracker! Was erzählt er damit ablecken? Here we are. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up. And it'll give us a chance to talk. Nakedai.
Ein nackter Hintern in der Kamera. Holier than thou, Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable if people get scared. There's like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Und nicht wundern, ich habe mich ein wenig gemütlicher gemacht. Ich habe es mal ein wenig gemütlicher gemacht. Ihr seht es wahrscheinlich. Es war nichts hin. Ja. Lalala, ich kann da mit dem Stuhl fast liegen oder so gut wie liegen. Damit wir die Füße ausstrecken ein wenig. Lalalala. Hä, was? So. Auf geht's. Träger kommt jetzt. Träger. Oh, Flex, aber nicht einschlafen. Nein, natürlich nicht. I'm not a patient. Nobody's. It's called a buddy. Buddy. Hey, alles klar bei dir? Hallo, renn doch! Warum rennt der nicht? Achso, uah! Lalalalalalala! Wo bleibt der Buddy? Mach's gut! Huh, das war knapp! Das war echt knapp! Was, pfeift nochmal? Flex, das Bella findet das super! Lalala! Wir haben alle für dich schon geschlafen, das ist super. Das freut mich, das ist super, das ist echt nett von euch. Buddy! Hey! Wo bleibt er denn? Da kommt er schon. Uah. Aua! Uah! Lalalalalalala! Nicht draufgehen! Flex, nicht draufgehen! Oh, Gott sei Dank! Huh! Guten Morgen! Na, hat er es schon gemütlich gemacht? Ja, natürlich. So. Jetzt 10 Liegestütze. Und 1 und 2 und 3 und 4. Ah. So, 0 Batterien. Na gut, die werden wir gleich. Huch. So. Werden wir natürlich gleich wieder welches aufsammeln. Nun aber wieder konzentrieren. Natürlich. Was, Ali? Katsching. La 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 la.
So. Das haben wir wunderbar. Sehr geil. Ja. Ganz einfach mal ein Stückchen hoch hier. Ja. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten von Banane, die kann ich aber jetzt nicht lesen. Ich weiß gar nicht, ob er eingeladen werden will oder möchte. Müsste ich ja machen, ne? Wenn dann, oder? Mhm. Ja, können wir jetzt gleich mal machen. So. Na, wo ist die Tür? Hallo? Einer hat die Tür weggemacht. So, jetzt aber. So, wollen wir eben kurz jemanden einladen in die Party. In die Party. Die Party geht ab und die Party geht ab. Die Party geht ab und die Party geht ab. Ja, die Party geht ab und die Party geht ab. Und weiter geht's. So. Ab geht die Party und die Party geht ab. Ja, wir sind gut unterwegs. Es ist trotzdem gerade sehr, sehr... Ja, anstrengend, wie sonst. Da. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Moin, moin. Den hatten wir schon. Ja. Ja, 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 wir schon um 4 Uhr. Konsumer schon eingepinnt? Nein, er ist auch noch hier in der Party. Nö. Er ist auch noch da. Konsumer hat durchgemacht? Okay. Ja. Ich war bis 4:30 noch wach und habe mir irgendwelche YouTube-Videos an. So. Manchmal habe ich das Gefühl, der Energy Drink will bitte hochkommen. Ja, bei mir auch ein bisschen. geht das genauso wie mir. Das ist ja wunderbar. Ich bin jetzt einfach nicht mehr gewöhnt mit dem Energy Gelümbe, ey. Ich wäre ja alt. Im Gelümbe. Auch wie niedlich. Mit dem ganzen Gelumpe. Mann. So. So ein bisschen, warum habe ich das eigentlich? Ich glaube, ich habe das so ein bisschen im Gefühl, dass sich jetzt die Zeit bis 8 ziehen wird. Das ist so, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wolf Hunter. Ja, jetzt so bis, ja. Du kannst ruhig sterben, hab nichts dagegen. Ja, danke, Säckchen. Bin seit 37 hier, ja. Socke. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Banane irgendwann aus seinem Zimmer zerkloppt. Ja. Warum das denn? Ich habe hier so ein Lesezeichen. Das klingt immer so interessant, wenn du dein Feuerzeug anmachst, du, als würdest du es mit dem Hammer anmachen wollen. So, dann schwarzt es immer irgendwo hin. Und dann fällt noch irgendwas zusammen. Ja, ich habe das in meinen Korb hier gelegt, aber der ist ja schon am Überlaufen. Bei mir geht die Zeit schnell um. Ja, gut, das ist klar. Unterhaltung pur ist natürlich klar. Das stimmt. So. Aber hey, wir haben ja schon 1 Uhr, mein Gott, ne? 10 doch noch 7 Stunden. Super Säcke muss kommen! Ja, Super Socke. Super Socke. Roxanne, tschakka! Roxanne ist auch wieder da. Ich sag ja, die Trudel, das war vor allem, war das interessant morgens gewesen, Banane, das hättest du sehen müssen. Da war ich mit Consumer dann hier GTA spielen. Und da war so bis, ja, ich sag mal so 6 Uhr, da war das, glaube ich, 6, halb 7. Da ging das so los. Da trudeln sie alle auf einmal dann ein, ganz gemütlich, peu à peu. Jede Stunde immer so ein Häufchen. Und dann waren sie auf einmal alle wieder da. Das ist geil gewesen. Man konnte richtig sehen, wer aufgestanden ist und hat sich gesagt, boah, ich muss jetzt erstmal gucken, ob der Flex noch online ist. Mein Name ist Anna, ich nehme an, du meinst mich, aber keine Sorge, mich haben schon ein paar auf 40 geschätzt. Nee, ich werde am Mittwoch 21. Knapp daneben ist auch vorbei. Ein bisschen. Ja, genau.
Bisschen daneben, das ist so, ja. Das ist Banane. Bananenbrot. Sein Pseudonym ist die Banane. La 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 la. So. Mein Gott, bis jetzt kommen wir eigentlich relativ gut durch. Aber ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, dass wir da noch auf ein paar Hindernisse stoßen werden, wo ich vielleicht versagen werde bei Outlast heute. Du findest meine Stimme angenehm. Ich finde mal, ich klinge ein bisschen grenzdebil. Ey, du grenzdebiles Arschloch! Aber ich danke dir. So. Puh. 40. Gutes Alter. Habe ich auch bald erreicht. Ja, aber guck mal, ob Sascha mit 40 noch streamt. Ja, selbstverständlich. Aber das werde ich hochladen versprechen. Da macht er Streams davon, wie er seine Rheumadecke kaufen geht. Genau. Kaffeefahrten. Genau, Kaffeefahrten ist mal gut dann, ja. Konsumer klingt wie 40? Konsumer? Was? Konsumer, was? Klingt wie, Konsumer klingt wie 40? Was? Wie 40? Das, ja. Das. Na, dann kann es eigentlich nur noch Klangkasper sein. Ja. Nee, so alt bin ich auch noch nicht. Ich bin ja jünger wie Flexi. Ja, genau. Ja, aber Konsum hört sich nicht an wie 40. Nee, nee, irgendwie, das ist irgendwie. Nee. Mann, Konsumer, bist du aber ein alter Sack, ey. Mann. Nicht mal. Schämst dich gar nicht hier mit uns in der Party zu sein? Ja, der alte Pedobär. Pedobär, genau. Alter Pedobär. Du wie 100. Jetzt aber. Dieses fiese Lachen. Ja, ja. Was ist für Lachen? Er lacht. You saw the wall rider, didn't you? You beginning to understand. But not yet. Das ist so. Oh mein Gott, Rome. Alle Pedos hier, Mann. Mann, Mann. Ist ja rein das Lesen für mich jetzt schon schwer hier. Pedobär! Pff. 54 Zuschauer, hey, vielen Dank. Willkommen zur Let's Play Live Show und immer noch zum Marathon. Seit gestern 8 Uhr sind wir zugange. Natürlich nicht mit Outlast. Wir haben Resident Evil gespielt. Dann GTA Online vor kurzem noch. Und jetzt geht's weiter mit Outlast Speedrun. Plus DLC. Bester Kommentar, seit ich da bin. Anna, wenn ich bitten darf. Ich bin keine 140. Ja, wenn sie schon mein Name ist Anna heißt, dann wird sie wahrscheinlich Anna heißen. Ich weiß, es ist noch früh, aber kombinieren kann ich schon. Nicht? Du bist keine 140? Nicht? Oh nein! Erstmal die Drogen aufheben. La 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 la. Jetzt habt das gesehen. Ja. Yeah, sterben. Groß größere Bälle. Ich bin ja gerade am überlegen, ob ich so ein Fünferpack Pickup zu meinem Frühstück mache. Ja, warum nicht? Zu einem, 5 Stück auf einmal oder was? Das kann ich glaube ich nicht. Die Konzentration lässt im nach. Alter Mann, was? Noch 7 Stunden, woo! Ja, und wir sind wieder am Anfang von Outlast. Das ist natürlich super. Wir waren schon beim, ja, Chivago gewesen. Ach, wir waren im Garten. Wir waren schon relativ weit. Und dann fängt bei uns bei den Sicherungen einfach mal der Freak. Hier gibt es doch immer noch 2 Ananas. Boah, Pickup.
Ist geil. Gib mal eins rüber. Jo, warte, ich mache jetzt auch einen Stream, weißt du? Und dann verteile ich Pickups. Wir haben überlegt, dass wir weitermachen. Ich gebe dir den Code für ein Pickup. Was? Drei, wenn ich eben aufgepasst habe? Was? Drei? Was? Drei? Ich mag Knoppers, das kleine Frühstückchen. Ja, aber 9:30 ist schon um. Schleichwerbung. Genau, bitte jetzt keine Schleichwerbung mehr, weil sonst kriege ich nachher Ärger. Na? Das möchte ich natürlich nicht. Drei Fragezeichen? Hä, was? Ich habe schon wieder irgendwas, habe ich im Chat, glaube ich, wieder nicht mitbekommen. Da habe ich wahrscheinlich wieder geschlafen. Achso, drei Ananas. Wieso sag ich Ananas? Drei Ananas. Das klingt falsch. Pascal das gesagt hat. Das klingt falsch. Morgens 9:30 in Polen. Andere, an den habe ich auch gerade gedacht. And who are you then? I see. Merciful God, send you possible. God, your life is up. You are good. Good. Danke, dass du extra für mich. Danke, dass du extra für mich gestorben bist. Ja, kein Problem, Tückchen. Anna Banana. Anna Banana. Chiquita Banana. Ich muss mal kurz meine Brille runternehmen und meinen Kopf auf die Tischplatte hauen. Okay, mach das mal. Ich will's hören. Geil. Kannst du das normal machen, aber leg erst einen Nagel hin. ja, warte mal. Au! Was machst denn du? Ich hau mir Muster in den Kopf. Das glaube ich auch. Sehr fruchtig hier. Ja, irgendwie schon. Alle sind so nass irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe sie dein Gehirn bearbeiten. Alle sind so nass wie räudiger Seeköter. So. Räudige Seeköter, Schätzelein. Schätzelein. Gisela, hast du Gisela noch mitgekriegt bei Resident Evil? Gisela. Gisela war mit Frank zusammen im Übrigen. Frank war nämlich auf einmal urplötzlich verschwunden bei Resident Evil. Für die es nicht mitbekommen haben. Ja, unser Frank, der oben immer im Speisesaal oben um den Balkon rumlief, der war auf einmal urplötzlich weg. Und dann auf einmal, ja, kam dann, das Gerücht ging um im Chat, dass er was mit Gisela hatte. Und Gisela kam dann irgendwann und dann, ja, hat sie sich in den Tod gestürzt, weil sie wahrscheinlich mit der Gesamtsituation nicht mehr klarkam. Deswegen, weil ich wiederkam. Das war die ganze Geschichte. Das nie schöne Nervenklinik. Ja, also an der Nervenklinik kann man nichts aussetzen. Ne? Ja, wenn ich mal oder sobald ich dann mal bereit bin dafür, würde ich da auch gerne. Ja, Mann, der böse Frank hat die Gisela beglückt. Ja, das stimmt. Und dann kam Gisela nicht mehr mit der Situation zurecht, hat mich wieder gesehen und ist in den Tod gesprungen. Ja, von der Klippe. Bei einem tragischen Zum Unfall. Glück nicht dieselbe Gisela wie in Loadout. Ja. Die sah aber auch gut aus, die Gisela hier bei Resident Evil. Flexi, sag doch mal an, magst du Kakis? Keiner mag Kacke. Komm, das ist ein Obst. Ja, das weiß ich. Ja, auch. Das weiß ich, ja, aber ich. Kacke ist auch Obst. Kaki, ist das nicht diese kleine, die so ein bisschen aussehen wie so Kiwis? La 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 la. Ist das nicht so aussieht wie so Kiwis oder sowas? So ein bisschen? Oder? Ich mag es einfach nicht, keiner. Also ich nee. Keiner mag Kackefrüchte. Kacke. Es ist doch Obst. Ich brech weg. Kacke ist auch Obst, was? Hallo? Ah. Ja, wisst ihr, wenn man die
Die könnte man eher vergleichen wie mit dem Kürbis. Ein bisschen. Von der Form her. Hä? Hallo. Oh Gott. Und vielleicht nur von der Farbe her, aber. Ich will das Thema jetzt ehrlich gesagt nicht vertiefen, muss ich sagen. Kacke, ist es süße, orangenfarbene Äußern, so machen ähnliche Frucht. Sag mal, Anna, hast du jetzt Wikipedia hier reinkopiert, oder was? Okay. So, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen schlauer, was Kacke ist. Kacke. Darf er gar nicht. Na. Schön auf dem ordentlichen Weg bleiben, ja. Wiki lässt grüßen. Das war klar. Ich werde nochmal eben die Batterie holen. Die hinten im Klo liegt. Japaner sind irgendwie wie bekloppt. Warum? Keine Ahnung. Anna oder Japaner? Japaner, doch kein okay, der Anna. Ich hab's jetzt nicht richtig verstanden. Shit, okay, da liegt keine Batterie mehr. Okay. Die liegt dann also nur, das Klo sieht ja nicht so ganz sauber aus, muss ich sagen. Nee. Das ist. Das ist Outlast-Klo. Aber hey, Toiletten! Ich muss heute. Hey, ganz Toiletten, ehrlich, ein Ort der Sicherheit in Horror Games. Ich muss heute noch einen Klodeckel montieren, da ist ein scheiß Affe drauf. Ey, das nächste Mal, wenn ich besoffen bin, nur Affe. Regenbogen. Riech mal meine Kaki. Riech mal meine Kaki. Can you? Riech mal meine Kaki. Meine leckere Kaki. Riech mal, Doofy. So wie das, wenn aus dir ein Mann geworden ist. Riech mal meine Kaka. Geht das noch einer von Scary Movie? Das ist so geil. Special Officer Doofy. Kacke liegt im Klo und stinkt. Ja, das Anna, das hast du, glaube ich, ganz gut erkannt, Jo. Das, ja. Ding. Ach, Sascha, Söckchen hat einen neuen Spruch. Fett bist geworden. Ich sehe es, ich lese gerade. Ich brauche ein bisschen länger zum Lesen momentan. Ich jetzt auch ab und zu, wenn du. Was? Streich, fett bist geworden. Läuft bei dir, ah?